YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed. An meiner Seite wieder Jan Sinet. Yo, Freunde. Kelly Kyle Ketchup Mayo. Source Lord. Wir haben uns hier mal wieder zusammengetroffen für ein neues Video. Selbstverständlich bei den Jungs auch. Neue Videos erschienen unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt das gerne mal ab. Aber heute werden wir hier auf dem Always Overdressed Kanal YouTuber-Outfits bewerten. Mit den beiden Jungs. Ich habe mir 5 Outfits rausgesucht. Wir werden die einmal kurz begutachten. Jeder gibt seinen Senf dazu. Und dann von 1 bis 10. Rank, meine Freunde. Sind das Fashion-YouTuber oder YouTuber-YouTuber? Sind, Fashion-YouTuber, weil alle anderen haben sowieso nicht so... Oh, da gibt's schon mal einige, die sind auch... Die sind okay unterwegs. Wer denn? Keine Ahnung, ich könnte jetzt keinen nennen, aber es gibt auch einige... Die haben halt... Normale, die sind jetzt ja. So... Die würde ich auch 5 geben wahrscheinlich. Ja, aber dann sag doch mal einen Namen. Wir fangen mal mit dem ersten Fit von Justin an. Er trägt hier ein Casablanca-Hemd. Dazu eine Trackpants, glaube ich, von Tese, wenn es mich nicht täuscht, und die LB Trainer. Also mein Outfit ist es nicht, ich bin nicht so der Typ davon, ich finde die Casablanca Hemden mega nice. Ja, 1 bis 10? 7. 7? Wie sieht Kelly Kyle Ketchup Mayo das? Ich persönlich finde, das ist einer der besten Fits von Justin. Okay. So, wenn er bisschen mehr in diese Luxury-Vibes geht. Die Peso-Hose hat er sehr gut platziert natürlich. Das Hemd ist absolut geisteskrank. Das ist geistesgestört. Ich glaube, das wird dir auch sehr gut stehen. Ja, glaube ich auch. Ich finde das Outfit absolut nice. Ja. Und ich würde es auch so tragen. Ich bin nicht unbedingt der Fan von diesen... Also ich bin ein großer Fan von den Louis Vuitton-Sneaker. Ich mag auch Creme-Hosen. Und ich finde, dass das hier zum Beispiel anders getragen wurde als... das halt heutzutage oft so gemacht wird auf den Straßen. Deswegen würde ich dem Fit eine 8,5 geben. Mir gefällt der Fit auch sehr gut, ich gebe dem eine 7. Mir gefällt auch gerade, dass dieses Grün von den Schuhen wieder im Hemd so ein bisschen aufgegriffen wird, aber nicht so auf krampen Matchy-Matchy-Vibe, sondern so mehr so, ja, da ist halt auch ein Grünfarb drin, wisst ihr, wie ich meine? Nächster Kollege, Kilian Jonas, mit einem relativ basic Fit. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für Brands sind. Man muss auch, by the way, nicht immer irgendwelche teuren Marken anziehen, aber hier trägt er halt eine schwarze Jacke, darunter ein T-Shirt, das ein bisschen länger fittet, eine Hose, ein bisschen auf cropped, hochgekrempelt und die Air Force One in weiß. Ich bin ja ein Befürworter dafür, dass man halt die Leute auch in deren eigenen Kategorien bewertet, ja? Deswegen... Was meinst du noch? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich präferiere einen Avantgarden-Stil oder einen extravaganteren Stil, heißt das nicht, dass ich jetzt bei ihm diesen Anspruch habe. So, weißt du? Ich habe den Anspruch, wie er an Mode rangeht. Ich weiß nicht, ob das so ein, ist das so ein Runterschnitt im T-Shirt? Ich weiß nicht, aber... Das wäre schon ein bisschen cringe. So, ich sag's euch, wie es ist. Von der Ausführung her, bewertet in seinem Stil, würde ich es eine 6 geben. Vielleicht eine 6, 7, sagen wir 7. Ich bin so freundlicherweise 7, weil, ich begründe es, die Hose, dass sie cropped ist, ist nicht schlimm. Ne? Also ist vielleicht jetzt nicht aktuell mehr der Zeitgeist. Ja, aber kann man immer tragen. Genau, kann man immer noch tragen. Ich finde die Hose ein Tick zu eng. Okay. Und aber ich glaube, die Hose ist auch nicht cropped, sondern hat die halt... Ja, die Hose. Ja, aber ich meine von der Weite. Okay. Also die ist zu körperanliegend. Dazu finde ich rundgeschnittene T-Shirts nicht nice. Das T-Shirt finde ich, es ist alles meckern auf einem sehr hohen Niveau und ich weiß, das ist alles sehr oberflächlich. Aber das T-Shirt ist für mich ein Tick auch zu lang. Sonst, wie gesagt, ist ein solides Outfit. Ich finde, ich habe ihm eine 7 gegeben. 7 ist oder nee, eine 6,5. Alles bin eigentlich 6,5, tut mir leid, 6,5. Was sagst du? Mein Style ist es nicht. Same. Ist überhaupt nicht meins, so allein Knöchel zeigen, so kann man machen. Ist so dieser leichte Fußballer-Style, so, die machen das auch so. Es sieht nicht hässlich aus. Absolut nicht, aber da ich das so bewerten muss, wie ich es bewerte halt. Ja, es klingt vielleicht jetzt hart, aber ich würde da eine 4 geben. Okay. Also für mich ist das wirklich so ein Basic-Basic-Fit. Also da ist jetzt irgendwie nichts, wo ich mir denke so, boah, okay, wie ist er denn da drauf gekommen? Farblich ist das natürlich alles schon stimmig, muss man sagen. Also gerade die Hose auch so mit einem leichten so Beige-Ton, die Schuhe mit dem T-Shirt. Ich gebe dir recht, das T-Shirt ist auch für mich zu lang. Es ist aber wirklich auch... in dem Fit leider so ein Bild von so einem typischen Influencer, der gerade mit einem Starbucks-Becher so zufällig über eine Straße geht, weißt du, wie ich meine? Das so, dieser Schluck fehlt noch. Das ja, ist ja, die, so. Ja. Ich bin so mehr auf deiner Seite, so eine 4 bis 4,5 würde ich dem Fit geben, ja, so. Aber ich bin auch
Lambi-Pad nennt man mich auch, ja. Das heißt, eine 10 gibt es bei mir sowieso nicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Kollegen, nämlich BHP Dau. Er trägt hier einen ziemlich extravaganten Fit, auch mehr in die Basic-Richtung, aber ich glaube, eins packt direkt ins Auge, nämlich die Hose, die rosafarbene Hose. Track Pants, dazu Air Force One, gerade auch schon gesehen, schwarzes T-Shirt, Buckethead und eine Spacey Sonnenbrille. Ich muss tatsächlich sagen, ihr werdet mir vielleicht jetzt schlauen und sagen, ja, ich finde das auch nice. Okay. Ich finde seine Styles, die er auch manchmal raushaut, extrem nice. Mhm. Weil er macht das mit so Sachen, ich verfolge ihn auch manchmal, mit Sachen, die nicht viel kosten, mhm. mit Sachen, die man leicht kriegt und er läuft nicht rum wie jeder. Genau, und das ist da einmal einhaken, das finde ich, ja. Es ist, ich sag mal so, nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass ein Philipp in denselben Läden shoppen geht wie Kilian. Genau, ich glaube sogar, dass die in der gleichen Bubble sind. So, aber der Kilian macht es für mich dann mehr so dieses Standard. Mainstream, Standard, 100 Mal gesehen. Und das ist für mich schon, boah, es ist aufregender. Das ist das beste Beispiel, dass du von ASOS jetzt als Beispiel vieles rausholen kannst, aber auch nichts rausholen kannst. Ja. Ich finde den Fit mega. Ich würde hier wirklich tatsächlich auch eine 7,5 geben, wenn man es so betrachtet, wie es Kelly jetzt betrachtet. Ja. Mit der Blasenneuerung. Ja, genau. Und das würde ich nämlich sagen, das ist zum Beispiel in der gleichen Bubble, so wie auch Kilian, bloß halt ein Step forward. So, weißt du? Durch die Sonnenbrille, durch das Buckethead, durch die Hose. Es ist aber, wenn man es runterbricht, immer noch ein Basic Outfit theoretisch. Mhm. Weil er hat eigentlich nur das über Accessoires gemacht, nicht mal über Silhouette oder so. Ah, voll, die Hose ist schon. Ja, genau. Und die Hose halt. Ne? Das, ja. Aber die Hose ist halt der gleiche Schnitt, bloß eine andere Farbe. Ja. Deswegen würde ich ihm. Ich glaube, ich tendiere zwischen 7,5 und 8 geben, weil ich finde, in seiner Welt hat er das sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Ich sehe das ähnlich, gerade schon angesprochen. Sehr, sehr cooler Fit. Ja, und aus diesem Aspekt gebe ich dem auch. Ich bin bei einer 7,5 definitiv dabei. Hose, brutale Hose, wirklich. Was ist denn Hose? Ja. Wie Schnitt ist die Baba. Ja. Auch auf Farbe. Ja. Nice. Safe. Wirklich sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Machen wir weiter mit einem weiteren Fashion-YouTube-Kollegen, nämlich Maximilian. Der Boy trägt hier ein T-Shirt, seine eigene Modemarke, dann eine kurze Hose von Off-White, zu den Socken dann Nike Low-Top-Sneaker und eine Pilotensonnenbrille. Kann ich als erstes anfangen? Ja, du bist da. Boah, einer wartet. Bruder, tut mir leid, aber diese Hose absolut cringe. Absolut trash. Ich glaube sogar die Hypebeast von 2015, 16 herum, die würden sogar trash. Von wann ist das Bild aber? Von jetzt. Oh. Also sogar die Hypebeast von 2015 jetzt würden sagen Trash. Ja. So diese ganze München-Kategorie und so, die würden sagen, oder? Eine ganze Gruppe genau. So, es gibt ja in München so diese zwei Camps auch. Ich habe auch ein paar Mal gehört. Und ich shoote auch irgendwie. So, weil ich meine jetzt in seiner Bubble würden sogar die Leute sagen, nein, macht man nicht mehr. Ist das ein T-Shirt? Das ist T-Shirt oder die Hose? Das ist die Hose. Das ist diese Katastrophe. Dieses Boston Tea Party, das Design ist halt auch nicht nice und ist auch kein Front gegen die Person. Ich habe wirklich mit Maximilian, habe ich absolut nichts am Hut. Ich gucke sein Content nicht. Ich habe nur das über deinen Livestream mitbekommen. Also check auf jeden Fall Patricks Livestream ab. bewerte noch mal. Wegen der Rick Owens Sache. Aha. Kann natürlich passieren, so fand ich aber so ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, aber darum geht es jetzt gerade. Genau. Nicht nur mit deswegen wollte ich nur sagen, ich habe nichts dazu. Die Show gefallen mir nicht. Das Outfit. Ich weiß nicht, was. Sorry, aber da muss ich eine 2 von 10 geben. Du? Vielleicht sogar eine 1 von 10. Nein, minus 1, sorry. Oder ich sag dir ehrlich, was er da anziehen will, würde ich auch anziehen. Vielleicht nicht mit der Hose. Das Outfit mit einer anderen Hose wäre gar nicht mal so schlimm, weil das ist ein basic sportliches Alltagsoutfit, womit du im Alltag alles machen kannst. True. Einfach die Hose komplett schwarz. Ja, ich finde auch die Sockenschuhe kommen so, was ich aber extremst cringe finde, ist das mit den Schnürsenkeln. Das feiere ich gar nicht. Aber noch schlimmer sind die zweifelchen die Schuhe anziehen von demselben Modell. Same. Wie gesagt, das Outfit an sich mit einer anderen Hose wäre ein Outfit, was ich auch trage. Okay, wie würdest du es bewerten mit der Hose? 1 von 10? 3,5. Mit der Hose. Also ich muss sagen, Schuhe, gerade mit den Schnürsenkeln, dass es zwei verschiedene sind, finde ich jetzt nicht schlimm. Finde ich cool sogar, mit Socken auch in Ordnung. Und mit Socken oder ohne Socken würde ich die nicht tragen? Also ich bin Socken-Fan. Mit Socken safe. Okay. Untenrum somit eigentlich safe. Die Hose, sorry. Nein, auch nicht 2018 ging die klar, die ging eigentlich noch nie klar, to be honest. Aber die Hose ist wirklich, wirklich sehr schlimm. Das T-Shirt kann man sich drüber streiten, so
weiß nicht, ist halt ein T-Shirt, wo vorne irgendwas draufsteht. Unterm Strich sehe ich dieses Outfit auch eher schwächer an. Ich würde dem Ganzen 2,5 geben von 10. Aber wirklich kein Front. Ja, das klingt echt wirklich böse so. Ja, so. Aber es ist eigentlich gar nicht so gemeint. Vielleicht hast du noch ein Bild von ihm, so dass mir. Das mit der Hose. Ja, also die Hose. Okay. Guck mal, wir nehmen jetzt mal eins kurz. Damit haben wir den letzten. Und das ist, glaube ich, ein Fit, der gefällt mir auf jeden Fall tausendmal besser. Bin ich dabei. Gefällt mir auch besser. Ich mag das Camo-Muster nicht so sehr. Aber ich finde cool, wie die Hose auf den Schuhen steckt. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber die Schuhe gefallen mir einfach auch nicht so sehr. Aber sonst ist es ein absolut chilliger Fit und ich finde das, ja, ist ein cooles Outfit. Ja. Kann man machen. 1 bis 10? 6,5? 6,5. Ja. Geh ich mit. Bist du auch dabei? Geh ich mit. Das ist auf jeden Fall einer seiner vielleicht sogar besten Outfits. So für mich, das ist wirklich eine Hose. Ich würde die Hose anziehen, ich würde die Schuhe anziehen. Ich würde sogar Hoodie. Weg mit deinen Pfoten. Die Hose den Hoodie so gelayert mit dem T-Shirt ist auch Fan. Nice. Das Einzige, wo ich kein Fan von bin, ist die Cap. Dennoch ein gutes Outfit, würde ich auch bei einer 6 einstufen, circa so Pi mal Daumen. Ich glaube, wir wollten eigentlich 5 YouTuber machen. Wir haben aber jetzt von einem YouTuber 2 Outfits gemacht. Somit kommen wir auf 5 Outfits. Ich hoffe, das ist dennoch in Ordnung. Falls euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Checkt natürlich die beiden Kanäle ab. Unten in der Beschreibung verlinkt. Trigger Warning, ich hoffe, es ist wirklich keiner sich angegriffen fühlt. Ja, ja. Ja. Also, ja. Ey Leute, wir geben hier uns einfach nur unsere Meinung preis. Ihr könnt mir auch eure Meinung gerne unten in den Kommentaren da lassen. Geschmäcker sind auch verschieden. Ja, ihr wisst. Mode sowieso immer ein sehr oberflächliches Thema. Deswegen, es kommt auf die inneren Werte an. Rein. Peace. YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed. An meiner Seite wieder Jan Zinet. Hallo liebe Freunde. Kelly Kayo, Ketchup Mayo. Ich habe einfach das T-Shirt auch gewechselt. Ey, was? Oh mein Gott. Professionelle Leute. Ja, gar keinen Bock auf die. Du riechst mit Amateuren, Dicker.